Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video werden wir das Runenwort Lawbringer oder zu Deutsch Gesetzesbringer bauen. Das ist ein Runenwort, das sich besonders eignet für den Söldner aus dem fünften Akt. Also, falls der ein oder andere von euch doch einmal Lust haben sollte, einen anderen Söldner als den aus dem zweiten Akt zu spielen, nämlich den Barbaren aus dem fünften Akt, dann stellt sich ja oft die Frage, was gibt man dem für eine Waffe? Und da möchte ich euch das Runenwort Lawbringer besonders ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr selber einen Charakter spielt, der vor allem physischen Schaden macht. Das könnte zum Beispiel ein Barbar sein, bestimmte Paladine, eine Nahkampfassassine, ein Formwandler-Druide. Also da gibt es einige Möglichkeiten, wo ihr selber viel physischen Schaden macht, zum Beispiel auch eine Speeramazone. Und ja, da werdet ihr fragen, welchen Söldner soll ich dazu nehmen. Da kann man natürlich auch den Söldner aus dem zweiten Akt nehmen. Oder man kann auch natürlich eine aus dem ersten Akt nehmen mit der Fanatismus-Aura, wenn man ihr die richtigen Gegenstände gibt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber es gibt eben auch die Möglichkeit für den Söldner im fünften Akt, den Barbaren. Und dem könnte man das Schwert Lawbringer geben. Warum? Das hat einfach sehr, sehr gute Eigenschaften. Es hat erstmal 7% Lebenssaugen. Das ist natürlich klasse, denn damit kann man, dann braucht man nicht zwingend Lebenssaugen noch auf anderen Gegenständen. Dann hat man 50% weniger Verteidigung beim Ziel. Das ist natürlich gut, weil man ja selber physischen Schaden macht mit seinem Charakter und dann wird er quasi geschwächt. Gibt ein bisschen Feuerschaden und ein bisschen Kälteschaden obendrauf. Und dann kommen die eigentlichen Sachen, nämlich es kommt eine Level 16 bis 18 Sanktuarium-Aura. Das ist eine Aura, die speziell Untoten schadet. Nämlich sie fügt ihnen erstmal ein bisschen Magieschaden zu und sie macht sie deutlich verwundbarer gegen physische Nahkampfattacken. Und ja, wenn ihr natürlich einen Charakter habt, der sowas macht, dann haut der bei Untoten und Untoten machen ja immerhin so etwa die Hälfte der Gegner in Diablo 2 Resurrected aus, macht ihr dann richtig ordentlich Schaden. Zudem gibt es noch einen zusätzlichen Effekt, nämlich eine 20% Chance, ein Level 15 Decrypify, also Verkrüppeln, auf den Gegner zu casten. Und das ist auch nochmal ein Fluch, der die Empfindlichkeit des Gegners gegen physischen Schaden deutlich erhöht. Das heißt, macht ihr physischen Schaden und euer Söldner schlägt mit dieser Waffe Feuer auf die Ziele und das löst aus, dann haut euer Schaden richtig, richtig stark rein. Okay, was brauchen wir für dieses Runenwort? Wir brauchen eine Am-Rune, eine Lem-Rune und eine Ko-Rune. Ist also relativ günstiges Runenwort. Sind jetzt keine wirklichen High-Runes vonnöten. Und wir nehmen am besten ein Legend-Sword, denn das ist ein Elite-Schwert mit einer schnellen Angriffsgeschwindigkeit und das ist gut, euer Schwert wird nicht so viel Schaden machen. Also es ist nicht die große Schadensquelle, sondern es ist eher, sind eher die Zusatzeffekte, die euren Schaden massiv verstärken. Deshalb kriegt ja auch keinen Damage-Modifikator mit drauf mit diesem Runenwort. Also das ja, bietet sich so ein Schwert hier an und es kommt eher auf die Angriffsgeschwindigkeit an. Nehmt es trotzdem ätherisch. Das ist nie verkehrt, denn den Schaden kann man einfach mitnehmen. Beim Söldner verliert das ja keine Haltbarkeit, also warum nicht ätherisch nehmen? Und ihr braucht genau drei Sockel, um dieses Runenwort machen zu können. Okay, und dann werden wir das jetzt auch mal bauen. Also ihr nehmt eine Am-Rune, eine Lem-Rune und eine Ko-Rune. Und ihr seht, dann habt ihr das Runenwort Lawbringer gemacht. Und hier, wie beschrieben, ich habe jetzt hier eine 16er Sanktuariums-Aura. Das ist die schlechteste. Es könnte auch noch 17 und 18 geben. Aber ich sag mal, der Unterschied ist dann auch nicht so immens. Ja, 15er Decrypify, bisschen Feuerschaden, bisschen Kälteschaden und die beschriebenen Werte. Ist ein gutes Schwert. Gerade weil es so günstig ist, legt es euch ruhig zu, wenn ihr mal Lust habt, den Level 5, den Akt 5 Söldner auszuprobieren, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Warum nicht? Mir macht's viel Spaß und ich hoffe, ich konnte euch hier auf eine neue Idee bringen. Hab vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche uns allen weiterhin viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected und bis bald.